Kommt her, meine Freunde, ich warte hier. Mampf, 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 Mampf. Ich spiele ausschließlich nur PvE, Phil. Ich kann gar kein PvP spielen. Rein einfach vom Ding her. Die Sache ist einfach die, erstmal ist mein Kanal für PvP zu groß. Weil wenn ich PvP spielen würde, jetzt sei es auf dem Official oder auf anderen Servern, dann würden die Leute immer Stream snipen. Wenn, könnte ich das nur privat mit irgendwie Streamer-Kollegen oder so machen, PvP. So, dafür gibt es aber zu wenig Streamer-Kollegen, die ich habe, die PvP spielen oder so. Das nächste ist, ich kann keine Projekte mitmachen, wo ich erst das Projekt aufnehme und wenn es dann vorbei ist, Videos hochlade. Da habe ich nicht die Zeit für. Dadurch, dass ich jeden Tag 8 Stunden streame, kann ich gar nicht die Zeit in ein PvP-Projekt stecken, wie man es eigentlich müsste. Weil da geht es ja wirklich dann darum, wer am meisten grindet und alles. De facto lässt die Art und Weise, wie ich meine Kanäle mache, es gar nicht zeitlich zu, dass ich PvP in Ark spielen kann. Was mir persönlich aber auch nicht wichtig ist. Weil ich auch nicht das Bedürfnis habe, mit der Community, die in Ark unterwegs ist, PvP zu spielen. Da kann ich auch anfangen, League of Legends zu streamen. Wow! Ist ja eine richtige Party. Sind das nicht ein bisschen viele Nöss? Genau richtig. So, jetzt ist hier alles clean.
Sehr geil. Oh, warte mal, der Bogen. Okay, der ist auf jeden Fall deutlich schlechter als der, den ich habe, aber der wird viel Metall geben, wenn ich den zerlege. Das ist also in dem Sinne schon mal ziemlich gut. Sieht nicht so aus, als wenn hier Crates wären, ne? Minigun ist übrigens wieder fast Level 4. Das ist gut. Also wir haben auf jeden Fall einiges an Stuff, den ich zerlegen kann. Irgendwie habe ich nur eine Crate bisher. Gucken hier. Vielleicht versteckt sich die Crate irgendwo hier noch eine. Ich kann nicht vorstellen, dass ich nur eine einzige hier habe. Ich meine, es gibt noch an Land manchmal welche, aber da kann ich jetzt nicht hoch. Ich habe vergessen, den Teri wieder mal mitzunehmen.
Aber ist schon geil, wie easy ich jetzt mittlerweile hier durchkomme, ne? Das ist schon ziemlich nice. Cryptics, moin! Merxli, moin, wie geht's? Gut soweit, und selbst? Abrichte. Also es gibt auf jeden Fall stärkere, ne? Wie den Tuso zum Beispiel. Das ist so das Stärkste. Ja, oder es gibt ja auch noch den, hier, den Dings, wie heißt er? Mosa. Den Mosasaurus. Die sind auch sehr stark. Warum ich den Basilo nehme, hat einen ganz einfachen Grund. Der ist immun gegen die Blitzaale und die Quallen. Deswegen ist das so mein Lieblings-Unterwasser-Dino. Weil den kannst du dir sau stark züchten und dann kannst du da easy überall durch mit dem. Winters, Dankeschön für 16 Monate Tier 3. Moin, endlich Feierabend, den Rest der Woche. Ich wünsche dir was, Winters. Lass es dir gut gehen, mein Lieber. Oh. Bist du zu weit? Zack. So. Das ziehen wir an. Das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Ja. Grind all. Bam. Alter, 14.000 Leder, 2.500 Eisen. Das hat sich richtig gelohnt, Leute. Also in der kurzen Zeit, wie wir jetzt den ganzen Stuff bekommen haben, das hätte ich niemals farmtechnisch hinbekommen. In derselben Zeit. Never. Sind fast bei 300.000 dann hier. Und 26.000 Metallbarren.
Die Kryogun ist von einem Mod, oder? Das ist keine Kryogun, das ist eine Soulgun. Weil das sind auch keine Cryopods. Das hier sind Soul, Soul Traps, in denen die drinne sind. Bab, 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 bab. Bob, bob. Dauert das Züchten ohne Mod länger? Naja, du kannst es schnell einstellen, Anni, aber das wird dann halt sehr umständlich, weil du hast dann zigtausend Viecher und dann musst du die ganze Zeit mit dem Fernglas die Werte dir anschauen, alles durchkorrigieren und so. Das ist halt dann richtig aufwendig. Die Mod nimmt einem da sehr, sehr, also die macht das einem sehr, sehr komfortabel, dass du solo sehr, sehr geil züchten kannst. Also ich habe das quasi alles so mir eingerichtet hier auf dem Server, dass man saugut alleine Ark durchspielen kann. Aber trotzdem auch, dass alles noch ein bisschen herausfordernd ist, ne? Ist halt auf einen Spieler gut gebalanced. Man kann es aber auch easy, wenn man jetzt mit Freunden zockt, abändern. Da gibt es 3-4 Sachen, die müsst ihr ein bisschen runterschrauben und schon ist das mit mehreren Leuten wieder knackiger noch. Ich warte ja die ganze Zeit drauf. Wir haben schon G-Portal kontaktiert. Wir warten aber auf eine Rückmeldung von G-Portal, weil wir wollen ja mit denen zusammen das raushauen, ne? Dann könnt ihr quasi, wenn ihr euch einen Server bei G-Portal holt, mit 2 Klicks einen Server holen, der hat dann direkt die gleichen Einstellungen und ihr müsst nur die Karte ändern, wenn ihr das wollt. Also wie gesagt, ich bin da dran, Leute, mit den Server-Dingen, aber ich warte da halt jetzt noch auf eine Rückmeldung von G-Portal.
Und ich weiß, dass sau viele das gerne haben wollen, wie der Server eingerichtet ist, wie die Werte sind und so. Aber das macht es halt dann einfach tausendmal einfacher, ne? Weil wenn Leute sowieso hingehen und sich dann sagen, ja, dann hole ich mir direkt einen Server und brauche da gar nichts groß noch selber einstellen, ist das ja für die nochmal tausendmal angenehmer, ne? No Cypress, moin! Ja, deswegen sage ich ja Freeze Frog. Deswegen will ich ja quasi, dass die Leute ganz easy da mit G-Portal das machen können. Dass sie sich quasi einen Server mit 1:1 den gleichen Einstellungen mit 2 Klicks mieten können. Dann würde ich mit G-Portal klären, dass sie eine News machen darüber. Keine Ahnung, irgendwie das Pack nehmen wir ein G-Time Solo Arc Pack oder so. Und dann würde ich in dem Pack noch eine Mod-Collection verlinken. Die muss man einfach nur einmal abonnieren. Das geht auch mit 2 Klicks. Mietest dir deinen Server mit 2 Klicks. Dann hast du mit 4, 5 Klicks hast du deinen eigenen Server, der 1:1 die gleichen Einstellungen und Modifikationen hat. Kannst du direkt loslegen. Brauchst du keine stundenlangen Einstellungssachen. 5 Minuten, bam, kannst du loslegen.
Ja, Freezing Frog, sei mir nicht böse, aber das erkläre ich nicht im Stream. Weil dann fragst du gleich hier alle Settings durch. Das ist zu viel. Dann kommen die Leute hier nachher nur noch in den Stream, um die ganze Zeit nach irgendwelchen Multipliern zu fragen. Sind bei dem ARK-Projekt eigentlich andere Streamer-Kollegen dabei? Nein, es haben sich Streamer beworben, aber die wurden alle abgelehnt. Weil ich einfach nicht möchte, dass zum Release von dem RP-Projekt dann von denen die ganzen Communities sich in Scharen bewerben. Dann hat meine Community nachher das Problem, dass sie auch nicht mehr auf den Server draufkommt. Und für die ist ja in erster Linie der RP-Server. Und dann ist da erstmal unfassbar viel Zeit und Herzblut in die ganze Planung und Organisation und alles geflossen. Und das meine ich nicht böse. Ich sehe es aber auch nicht ein, dass ich dann da, weiß ich nicht, mit meiner Community so ein geiles Projekt auf die Beine stelle. Und dann die Leute sich daran bereichern, weißt du, wie ich meine? Da bin ich ganz ehrlich, also wir haben da jetzt sehr viel Zeit reingesteckt. Ich habe einen Modder, den bezahle ich sogar jetzt dafür dann, dass er uns da Sachen moddet und so. Und dann kommen die Leute und wollen da Free-Content abgreifen, so in dem Sinne. Und mir geht es nicht darum, dass ich da irgendwie dick Promo mitmache oder Zuschauer kriege. Mal abgesehen sind die Zuschauer sowieso nur während der Zeit, wo dann das RP-Ding läuft und ein Hype hat da. Sondern das ist was für meine Community. Das hat nichts persönlich mit den Leuten dann zu tun. Gibt auf Twitch auch hilfsbereitere Streamer. Weil ich dir jetzt für die Server-Einstellung, wo es 100 verschiedene Multiplier-Einstellungen gibt, nicht anfange, einzelne Regler zu erklären, bin ich unhilfsbereit. Alles klar. In einem Livestream. Ah, ich glaube, da sind einige Leute, die leben sehr fernab von der Realität.